Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legend of Grimrock. Ja, wir könnten jetzt theoretisch hier weitermachen. Und das werden wir eigentlich auch tun. Doch ich habe jetzt beschlossen, dass ich euch jetzt noch zeige, wo wir in Level 4 diese komische Eisentür da öffnen können. Also werden eigentlich Eisentüren geschimpft. So vom YouTuber-Gebrauch her, sag ich mal. Oder von den Spielern an sich her. Ich weiß nicht, ob die so genannt werden sollen, weiß ich nicht. Ich nenne sie immer Geheimtüren, aber meinetwegen auch Eisentüren. Das ist so ein komplizierter Kram, sag ich mal ganz ehrlich. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich musste es nachgucken, Leute, weil das ist, mich wurmt das. Ich wollte es auf jeden Fall lösen, das Rätsel. Und, ja, es ist schon tricky. Ihr könnt mir gleich mal sagen, ob ihr da so schnell drauf gekommen werdet. Also, ich finde es ziemlich, ziemlich heftig. So, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Folgendes. Hier in diesem Gang ist ja diese Tür. Und dafür brauchen wir diesen Schlüssel, diesen besonderen. Und den bekommt man, indem man was ganz, ganz Komisches anstellt. Ich muss in den einen rein, wo wir diese ganzen Teleporter hatten. Welcher war denn das? Ich muss mir überlegen. Trails of Thought. Genau, der ist das, glaube ich. Da gehen wir wieder rein. Dann müssen wir dummerweise dieses Rätsel nochmal hier lösen. Weil wir müssen da durch. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Das war schon mal falsch. Ach Gott. Das tut mir leid. Den Kram müssen wir leider nochmal über uns ergehen lassen hier. So, also einmal ein wildes Rumgehopse. Genau, so war das. Richtig. So. Einmal speichern. Ach oh, das war versehen. Ich glaube, ich muss hier lang. Ja. Was ist hier? Genau, ich glaube, ich gehe richtig, ne? Wow, ich bin direkt den richtigen Weg gegangen. Okay, Leute, dann sind wir schon mal durchgekommen. Das ist ja schon mal was. Hier gibt es jetzt beim Ausgang in diese Haupthalle. Die war... Achso, jetzt müssen wir den Kram hier auch noch wieder machen. Okay. So reicht's. So, hier ist jetzt der Ausgang. Da in die Haupthalle. Und dann sind wir hier einfach rausgegangen, weil hier sind ja immer nur diese leeren Plattformen, also diese die offenen Höhlen. Jetzt haben wir aber was gesehen, wenn man das genau anguckt. Die sind zwar alle offen, aber hier bei diesen beiden sind an den Seiten Plattformen. Das heißt, die könnte man schließen, wenn man einen entsprechenden Schalter findet. Den gibt es tatsächlich hier irgendwo. Da. Damit schließt man die hier. Dann kann man hier hin und den Schalter drücken. So. Dann gehen wir wieder zurück, glaube ich. Und wie war das jetzt? Jetzt müssen wir uns überfallen lassen, ne? Scheiße. Hab ich schon falsch gemacht. Nein! Moment, ich muss nochmal neu laden. Kleinen Moment. Irgendwie so in der Richtung ist das. Da sind wir durch, okay. Wir müssen... Ganz ruhig, Alex, ganz ruhig. Das ist jetzt nicht das Problem. So. Ich speichere hier nochmal eben ab. Wir müssen den Schalter schalten. Ich glaube, wir müssen uns fallen lassen. Ich drücke jetzt den Schalter. Wir lassen uns mal fallen. Genau, wir lassen uns fallen. Gehen dann in den Teleporter. Oder? In den anderen. Oder gehen wir in den rein? Scheiße. Nee. Mist! Wie war denn das jetzt? Ich hatte das gerade eben nochmal nachgeguckt. Auf jeden Fall hängt es damit zusammen. Okay, nochmal, nochmal. Ganz ruhig, Alex, ganz ruhig. Wir müssen uns irgendwo fallen lassen, das weiß ich. Ich weiß bloß nicht genau wo. Da, in die Mitte! Ah, ich war nicht schnell genug. Habt ihr gesehen? Da war eine Luke offen. Ey, da soll mal einer so drauf kommen. Das ist schon wirklich tricky gemacht. Hut ab für die Entwickler dieses Rätsels. Das habe ich ganz toll gemacht. Ich komme mit dieser Steuerung aber auch nicht hundertprozentig klar. Ich bin kein PC-Spieler. So. Den drücken.
Und dann hier rein. Plumps. Jetzt sind wir nämlich hier. Und haben den Schlüssel. Wo auch immer das hier gerade ist. Wir können die Tür öffnen. Komm jetzt... Ah, jetzt kommen wir hier unten raus, wo ich immer noch gesagt habe, Mensch, da ist ja noch ein Schalter an der Wand. Genau. Ah, ich hoffe, ihr könnt das hier nachvollziehen. So, jetzt sind wir wieder in der Haupthalle. Jetzt können wir nämlich hier hin. Tada. Und wir haben den Schlüssel. Wo bist du denn? Da. So, zack. Und haben die Eisentür bezwungen. Aha, Light Armor. 4 und minus 5. 9 und minus 5. Okay, dann ist das auf jeden Fall besser. Guck gerade, ob Vampy das haben will. Protection 2. Was ist denn mit Rick? Schon 3. Also Vampy hat schon die schlechteste Hose. Dann kriegst du jetzt das. So. Aber Vampy, mach uns mal Licht. Sehr schön. Okay, Leute. Damit haben wir das Rätsel gelöst. Das wollte ich euch auf jeden Fall nachreichen. Ich hoffe, das ist in eurem Interesse, wenn ich diese Rätsel ganz gerne lösen möchte. Ich sag mal, es ist jetzt nicht wichtig fürs Spiel unbedingt, aber das ist dann wieder mein Ehrgeiz. Also gerade Schätze... Nein! Schätze und sowas möchte ich finden. So, ich gehe wieder raus. Und, ja. Da waren wir schon. Überlege ich gerade, wo ich jetzt überhaupt lang muss. Genau, hier hinten, da... Die hatte ich ja schon geöffnet. Ne, die ging gar nicht zu öffnen. Man konnte das nur umgehen. Genau so. Genau, und dann kamen wir in den Raum, wo jetzt praktisch die nächste Eisentür auf uns wartet. Ja, hier ist sie. So, jetzt sind wir wieder hier. Okay, Leute, das wollte ich euch eben nachreichen. Den Schlüssel für diese Tür haben wir allerdings noch nicht, ne? Nein, haben wir nicht. So, wir können jetzt aber mittels dieser Kette da reingucken. So, jetzt wollen wir einfach nochmal eben ausruhen. Einmal Energie auftanken. Ich trinke einen Schluck. Oh, Sequenz. Und ich sabber hier auch noch. They make all the gates open and cause the traps to spring. It would be simple for them to stop us. Why will they not do it? Are we walking into another trap out there? Ah, gute Frage, be careful. Das ist eine interessante Sache. Er meinte, diese ganzen Rätsel. Es wäre für sie ja viel einfacher, würden sie einfach die ganzen Fallen alle offen lassen, dass also die Rätsel praktisch gar nicht funktionieren und dass wir praktisch einfach, ja, wir stehen irgendwo und die machen einfach alle Falltüren auf und wir sind tot. Wäre ja viel einfacher. Warum machen die es nicht einfach? Schicken die uns praktisch direkt in eine nächste Falle, so ungefähr. Ne? Tunnels. Machen wir mal diese Seite zuerst. Ne, mach ich auch. Yay. Ich bin begeistert. Hier liegt ein Stein. Ein Stein liegt am Boden. Das war gerade so improvisiert. Keine Ahnung. Da ist eine Fackel, da ist eine Tür, für die ich weder ein Schloss noch einen Schalter entdecken kann. Vielleicht. Nein. Da ist ein Schalter. Tja, will ich den schon bedienen? Ich gucke erstmal weiter. Und hier haben wir eine Plattform. Wenn wir uns da draufstellen, passiert erst einmal nichts. Doch, es passiert wohl was. So, dann nehmen wir jetzt den einen Stein, den wir gerade gefunden haben. Ich gebe Dave die mal in der Hand. In der Hand. Ich gebe Dave die in der Hand. Weil wir momentan noch kein Schild haben. Und hin und wieder brauchen wir mal einen Stein. So, da ist jetzt... Was hat sich denn jetzt geöffnet? Ich habe doch hier eben so einen Schatten gesehen. Ich habe den Schatten gesehen von etwas, was sich geöffnet hat, aber ich sehe nichts, was sich geöffnet hat. Hä? Ach so, wir wurden eingesperrt, nachdem wir hier lang gegangen sind. Ach, interessant, das wusste ich gar nicht, okay. Ja gut, dann lassen wir da meinetwegen drauf. So, und wenn wir jetzt den Schalter bewegen, geht das... Ah! Ah! Ich verstehe. Ich verstehe. Wieso ist denn der Stein weg? Ist hier. Sehr interessant. So, wir betätigen den Schalter. Dann läuft die Zeit.
Den legen wir da drauf und jetzt können wir raus. Ach, da muss ich mich auch noch beeilen. Ach Gottes Willen. Okay, 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 okay. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Aber wir könnten den Stein ja auch schmeißen, fällt mir gerade ein. Dann sind wir schneller. Raus. Durch. Okay. Wow, das ist ja perfektes Timing. Puh. Okay. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Einmal speichern. So, wo sind wir jetzt hier? There is no turning back. Ja, das sehe ich auch so. Ah, wir finden bestimmt noch einen Weg zurück. Bitte keine Krabben jetzt. Und ich habe kaum Weg zum Ausweichen hier. Da könnten wir lang gucken. Okay. Oh, ist auch ganz nett hier. Blablabla. Nett. Netter Empfang. Doch. Da ist wieder eine Tür. Da ist ein Fass. Was zu essen, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir müssen langsam mal was essen hier, ne? Also unsere Mitstreiter, meine ich. Ja, Dave könnte was vertragen. Ich auch. Nein, ich wollte eigentlich Vampy auf den Kopf klicken, so. Boah, ich warte bei Vampy noch einen kleinen Moment. So. So. Da kommen wir her, ne? Ja, theoretisch schon. Können wir Karte gucken. Da wäre und da wäre. Ich nehme aber erstmal diesen. Was wahrscheinlich nur eine Verbindung ist. Oder auch nicht. Nix. Der ganze Raum für ein kleines Kraut? Das glaube ich nicht. Da passiert hier irgendwie noch was. Da passiert hundertprozentig noch was an dem Raum. Das glaube ich so noch nicht. So, was ich da jetzt eingesammelt habe, war aber kein Kraut, was wir nicht schon hätten, ne? Nee. Das ist hier nicht drin. Ach, da haben wir immer noch einen Edelstein. Und, die Kampfmesser. Gut, ja, dann ist das soweit erledigt. Achso, hier sind wir hergekommen. Dann könnten wir hier nochmal im Lang gucken. Was haben wir denn hier? Hat sich da vielleicht jetzt was getan da hinten? Ich glaube das nicht, dass das hier alles ist. Hundertprozentig passiert in diesem Raum noch was. Wir werden sehen, wir werden sehen. Oh, da tut sich was. Hier fliegt was. Igitt. Ich glaube, Feuer hilft ganz gut, ne? Nun komm hierher. Erwähnt, dass ich euch Viecher nicht mag. Bäh, ich bin vergiftet. Irgendwas freigeschaltet. Interessant. Oh, Vergiftung ist weg. Geil. Wieder so ein Pillar of Light. Was haben wir denn hier? Oh! Warhammer! Was bringt der denn? Requires... Ah! Skill of Maces. Achso, Axes. Ja, das ist natürlich blöd. Was haben wir dich geskillt? Ja. Wir haben jetzt niemanden für Maces geskillt, das heißt, wir können damit gar nichts anfangen eigentlich. So leid mir das tut, aber... Ja, dann bleibst du hier liegen. Dann ist das so. Man kann sich ja die verschiedensten Waffen aussuchen, mit denen man kämpfen möchte. Zum Beispiel diese ganzen Messer, und, ja, die ich so rumliegen lasse.
Wurm hat liegen lassen. Das hätte man natürlich auch alles skillen können. Yeah. Aber ich finde, wir haben eigentlich eine ganz gute Auswahl getroffen.